Feuerwache 5 Nürnberg. Beim 47. Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg kamen erneut mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher zu den unterschiedlichsten Angeboten. Bei Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius nutzten zigtausende die zahlreichen Angebote am Hauptmarkt, in den Rathäusern und im gesamten Stadtgebiet. In der Feuerwache 5 am Messegelände konnten die Besucher sich von dem Leistungsumfang und der Kompetenz der Feuerwache überzeugen. Nicht nur, dass die Verantwortlichen eine Feuerübung simulierten und den Zuschauern die unterschiedlichsten Rettungsmöglichkeiten näher brachten und damit auch eindrucksvoll das Zusammenwirken der Mannschaften zeigen, wurden auch die Fahrzeuge und die darin verbaute Technik den Interessierten näher gebracht. Natürlich wurden die kleinen Besucher nicht vergessen. Brandlöschung mit dem Spritzenschlauch oder das Wasserflippern machten dem Nachwuchs sichtlich Spaß. So war der Andrang hier auch riesengroß. Für das leibliche Wohl sorgten die Männer der Feuerwache 5, die Hungrigen mit Leckerem vom Grill verwöhnten. Leben retten, Brände bekämpfen und vieles mehr ist für die Mitarbeiter der Feuerwehren die oberste Priorität, die wir nur allzu oft unterschätzen. Dass die Einsatzkräfte oft ihr eigenes Leben bei Einsätzen riskieren, nehmen wir dabei oftmals als selbstverständlich hin. Franken Live möchte hier einmal Danke sagen an alle Rettungskräfte. Danke auch für die tolle Unterstützung der Mitarbeiter der Feuerwache 5 Nürnberg.